Hier ist FatFat von FatSpielen.de und ich spiele für euch den Surgeon Simulator 2013. Es wird heute blutig, denn wir gehen rein in den OP und werden unsere erste Operation durchführen. Click to begin. Okay, die Controls, wir werden also unsere Hände steuern. WASD ist hier nicht, aber so ähnlich. AWER und Space. Und mit der Maus können wir dann die Hand wahrscheinlich, wow, anders machen. Okay, die rechte Hand. Okay, wir schauen mal, ob das klappt. Perform. Okay, unser erster Job, eine Herztransplantation. Das macht man wahrscheinlich auch mit Medizinstudenten im ersten Semester. Wir schauen mal. Das ist also die Hand, die werde ich jetzt hier gerade mit der rechten, mit der Maus, werde ich jetzt gerade diese Hand hier bewegen. Und mit A, W, E, A, alles klar. Ihr seht das? Also mit A bewegt ihr hier den kleinen Finger. Mit W den Ringfinger, der E ist der Mittelfinger, R ist also dementsprechend der Zeigefinger und mit der Space, mit der Leertaste, könnt ihr den Daumen nach unten bewegen und mit der rechten Hand, also mit eurer Maus, könnt ihr die linke Hand bewegen. Okay, ich habe keine Ahnung, wie wir anfangen, eine Herztransplantation vorzuführen, aber vielleicht können wir erstmal dieses Operationstuch entfernen, indem ich es einfach mal wegziehe. Scheiße. Wow! Okay, wir haben es fast erfolgreich weggelegt. Weg damit! Schwester! Her mit den Sachen hier. Mit dem Operationsbesteck. Okay, also, der Brustkorb liegt frei. Wir müssen ja irgendwie an das Herz rankommen. Vielleicht müssen wir die Rippen durchschneiden. Hat jemand von euch schon mal eine Herztransplantation durchgeführt? Ich habe keine Ahnung. Ich kenne mich medizinisch auch nicht aus. Wir machen das jetzt einfach in der Saw-Methode und nehmen den Hammer, oder? Also, her damit. Wie komme ich denn da ran? Ah, ja. Ah, ich fühle mich so ein bisschen, als wäre ich besoffen. Es gibt ja auch eine Menge medizinische Unfälle, ne? Durch betrunkene Ärzte und was es nicht alles gibt. Man kann also durch die rechte Maustaste. Leute, das ist das geilste Game, was ich je gespielt habe im letzten Jahr. Das macht ja super Spaß, aber... Ah! Ah, ich kann... Okay, wenn ich die rechte Maustaste gedrückt lasse, lässt sich die Hand drehen. Das ist doch schon mal eine wichtige Erkenntnis mit, ich werde jetzt also, nee, meine Hand nicht drehen, sondern, so, alles klar. Okay, wir nehmen diese drei Finger und greifen jetzt zu. Alles klar? Alles klar. So, haben wir das? Wir haben ja meine Hand! Jetzt heißt es zuschlagen! Durch die Rippen! Ja! It's Hammer Time! So! Herztransplantation, raus mit den Lungen und den Rippen, die braucht doch kein Mensch da. Und zuschlagen. Ah, ach komm, wir lassen den Hammer einfach drin, oder? So ein bisschen kleinen medizinischen Fusch. Alles klar, das Herz muss raus, wir brauchen ein Skalpell. Oder eine Säge. Eine Rippensäge. Aber die Rippen haben wir jetzt sowieso schon zertrümmert, von daher ist auch egal. Blutlevel ist übrigens gerade ziemlich gering. Also wir müssen eigentlich, glaube ich, mal so Bluttransfusion. Was haben wir denn noch alles hier? Oh, hier so ein Messbecher. Ist das geil? Okay, Skalpell. Schwester, Skalpell. Hier, das nehmen wir jetzt. Irgendwie. Die Steuerung ist so geil. Allein das macht ja schon Spaß. Oh, das ist jetzt irgendwie runtergekommen. Ich will dieses scheiß Skalpell. Jawoll. So, jetzt rein da. Einfach mal schneiden. Irgendwie. Wir müssen ja mehr rein, wir müssen rein. Wir kommen nicht mal das Herz raus mit dem ganzen Scheiß hier. Braucht doch kein Mensch. Lunge, Rippen. Ich will nur das Herz. Oh Mist, jetzt habe ich das Ding auch noch da drin gelassen. Okay, Rainer, los. Kann ich vielleicht auch die restlichen Rippen rausschmeißen? Ey, ist eigentlich total krass. Stell dir vor, ihr seid ein richtiger Arzt, ja, und es ist so unübersichtlich. Da möchte man doch am liebsten erstmal alles rausjagen, was es da so gibt, bis man da irgendwie rankommt, oder? Oh, guck mal, wie ich mir meine Finger verknotet habe hier. Okay. Okay, nächstes Instrument. Wir können das Herz da vielleicht auch raussägen. Was haltet ihr denn davon? Ob man das so macht? Bestimmt. Wenn wir an die Säge rankommen. Na, los! Also ich frage mich, ob jemand wirklich die Steuerung so durchdringen kann, dass er es schafft, hier tatsächlich eine erfolgreiche Herztransplantation durchzuführen. Bin ich mir unsicher. Ich tue mir hier gleich noch selber weh. Wir können den Stift ja auch nehmen. So Notfalloperation. Machen wir das ja vielleicht beim Bund oder so, ja? Stell dir vor, man ist irgendwo an der Front, hat nichts außer den gefährlichen Agenten, Filzstift oder Kugelschreiber, den man so hat. Und können den ja vielleicht nehmen. Oh hier, ich kann hier ein bisschen balancieren, ne? Oh, fast reingedattet. So, jetzt mal ernst, ja? Wir wollen jetzt eine ernste Herztransplantation vollführen und können natürlich das eigentlich nur mit einem Kugelschreiber machen, denke ich. Wenn wir zu schlau wären, den aufzunehmen. So,
Warum ist unser Patient eigentlich noch nicht tot? Ja, ich bin seit 5 Minuten hier, hab schon die gesamte Lunge schon rausgeschmettert, ja. Also es ist echt Wahnsinn. Was können wir hier eigentlich machen? Ah, hier ist ja das Herz, natürlich. Ich meine, wir müssen ja eine Herztransplantation machen. Da brauchen wir natürlich auch ein neues Herz, oder? Also, Randa, nehmen wir das doch mal. Na komm. Das will nicht so richtig. Ne, da flieht es. Es flieht. Das Herz ist am Boden. Es ist am Boden zerstört. Was ist das für eine Scheiße? Okay, ja, ich würde sagen, das ist ein Fail. Das Herz. Wir brauchen ein neues Herz. Doktor, wir brauchen ein neues Herz. Und bis wir das bekommen, machen wir erstmal eine Pause. Trinken einen Kaffee, rauchen eine Zigarette und lassen den Patienten mal hier. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Let's Play. Euer Fett von fettspielen.de.